bekommst du in meinem YouTube-Channel. Ich habe auch das hässlichste Setup überhaupt mir ausgesucht. Und ich habe vergessen zu filmen, wie ich gepackt habe. Und ich habe vergessen zu filmen, wie wir hierher gefahren sind. Aber Nastja und ich sind auf dem Weg nach London. Unser erster Urlaub zusammen. Und die ist gerade auf Klo. Wenn mir das ein bisschen peinlich ist, jetzt vor ihr zu filmen, auch ich sag, wie es ist, ne? Aber es wird super. Es wird mein erster Vlog. Ich bin da so stolz drauf, das ist meine einzige Tasche, die ich mitgenommen habe. Und da haben alle Sachen reingepasst. Ich sag, wir sind auch nur für 2 Tage da. Also, wir haben gerade Samstag und es ist so 6.30 Uhr morgens. Das heißt, wir haben heute den ganzen Tag und morgen den ganzen Tag. Und dann fliegen wir am Montag wieder um 7 Uhr morgens. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Weil so viele mich immer nach meinem YouTube gefragt haben, dachte ich, nehmen wir das jetzt in Angriff, Leute. Ich sehe so scheiße aus. Ich schwöre euch, die Qualität des Vlogs wird sich jetzt nach oben bewegen. Da kommt meine Frau. Komm mal, wir machen eine Introduction jetzt. Oh, richtig jetzt? Ja, schon. Ich habe schon ein bisschen gequatscht. Hi, Babes. Partnerlook sogar. Mega. Sehen wir uns ähnlich? Natürlich mit meinen Haaren noch. Thumbnail. Ich meine, die Qualität des Vlogs wird jetzt nach oben gehen. Jetzt sehen wir noch klar aus. Es gibt nur einen Weg. Der geht nach oben. Wir haben es schon erzählt. Ich bin Nastja. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Du musst auch sagen, wie du heißt. Genau, das ist Emma. Ich bin Nastja. Ich komme aus Berlin. Und wir fliegen jetzt nach London für 48 Stunden. Ja, das sind das 48 Stunden. Das sind ungefähr 48 Stunden, das kommt hin. Genau. Machen wir Abriss, Leute. Gemeinsam. Das ist richtig cool. Ich filme auch alles mit meinem Handy, weil ich keine Vlogging-Kamera habe. Ne? Cut. Auf geht's, ab geht's. Was ist das nächste? Auf geht's, ab geht's. Das ist Big Ben. Hier ist die große Emma. Und da ist der große Ben. Also wir sind auf jeden Fall gut angekommen. Wir sind jetzt in London und haben dann erstmal direkt hier eingecheckt. Richtig süßes Hotel. Wirklich sehr süß. Da waren wir brunchen mit Caro, ihrem Boyfriend und ihrer Mitbewohnerin. Das war Sophia. Sehr süß und sehr lecker. Es war wirklich richtig, richtig cute. Aber ich muss wirklich sagen, unsere Energy war am Anfang nicht so ganz da. Wir haben beide 2,5 Stunden geschlafen. Oh, 2,5 Stunden. Und ein Flug hinter uns. Ein Flug nämlich immer auseinander. Und wir haben auch nicht richtig gechillt, als wir jetzt da kurz im Hotel waren. Das heißt, wir haben alles hintereinander gemacht. Nee, wir haben uns direkt einfach geschminkt und wieder los. Ja. Und ja, sind da ein bisschen rumgewalkt, haben so Touri-Programm gemacht. Wir saßen das erste Mal dieses Jahr draußen. Wir haben einfach draußen gebruncht. Wir haben draußen gebruncht, das war Frühling. Bei 15 Grad und so Nieselregen, aber das muss ja keiner wissen. UK-Vibes mitnehmen. Und dann waren wir da, Big Ben haben wir uns angeguckt und sowas. Extra hingefahren. Und dann sind wir zu einem Café gelaufen.
Ich sag, ab da war die Energy richtig low. Boah, das, also das, also, da hast du den Begriff Energy noch benutzt? Nee, da war gar kein Energy mehr da. Aber Leben war auf jeden Fall. Ich sag, wir haben uns angeschwiegen, aber halt auf casual. Ich konnte nicht, körperlich. Ich hatte keine Kraft mehr, um zu denken auch. Und dann haben wir uns in dieses Café gesetzt. Wir waren noch um 16 Uhr verabredet mit einer Freundin von Nastja. Alice. Mit Alice. Ja. Und wir waren um 15 Uhr schon da, eine Stunde einfach geschlafen mit offenen Augen. Ja, wir saßen da, wir haben nicht geredet. Oh, wir waren noch nicht am Handy. Video, ne? Ich habe gar nichts mehr da. Doch, ich habe ein Video gemacht. Da sitzen wir da kurz bevor Alice kam und wir sitzen einfach nur da und gucken, glaube ich, so. Oh, das blendet du jetzt genau ein. Leute, Power nach 1,5. Ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo Alice da war, ging's bergauf eigentlich. Ja, sie ist auch einfach so sympathisch, so lustig. So nett, Leute. Sie hat Stimmung reingebracht, sie hat viel erzählt, auch das war sie gut. Dann hat sie uns noch begleitet zu dem Pizza-Restaurant. Wir sind gerade Pizza essen gewesen. Und ist dann gegangen. Und dann wollen wir gerade Pizza essen und sind jetzt im Hotel. Wir haben jetzt so 19 Uhr. Nein. Doch. Wir haben halb neun. Wirklich? 20.30 Uhr. Es ist 19.30 Uhr. So. Also ich bin deutsche eigentlich Zeit 20.30 Uhr. Und nach deutscher Zeit 20.30 Uhr sind wir wie lange jetzt schon wach? 17,5 Stunden, aber nur mit 2 Stunden Schlaf. Also quasi seit gestern Morgen mit 2,5 Stunden. Oh Gott. Was hast du auf gestern alles noch gemacht? Zu lang. Oh. Retreat machen wir und wir gehen jetzt früh schlafen. Tiefschlaf. Und haben morgen einen Tisch reserviert in einem richtig geilen Café. Ja, das Husten kommt auch krank von innen. Bruder, der kommt auch. Oh, der kommt aus seiner Seele raus. Persönlich raus. Ja. Ich gehe jetzt Gesicht waschen. Also. Ich schminke mich ja auch gerade ab. Gute Nacht. Mit Tauben. Wir gehen jetzt brunchen. Ich freue mich. Wir freuen uns sehr. Wir sind heute ganz anders gestimmt. Ja, wir sind ausgeschlafen. Wir sind ausgeschlafen. Uns geht's gut. Wir fühlen uns frisch. Die Haut hat sich ein bisschen über die Nacht verbessert. Wir haben dasselbe an wie gestern. Ja, aber das vielleicht gehen wir gleich shoppen. Wir gehen vielleicht shoppen. Vielleicht. Wir gehen zu Mildred's. Wie schön sieht diese Lippe aus. Das hat uns Alice empfohlen. Das war super sehr lecker. Wir können es euch ans Herz legen. Ja, ich hatte so einen Avocado-Toast, eins der besten, was ich jemals hatte. Es war unfassbar lecker. Ich hatte so einen Classic English Breakfast. English Breakfast. Und es ist alles vegan. Es hat aber nicht vegan geschmeckt tatsächlich. Es hat super geschmeckt. Super lecker. Was jetzt? Jetzt gehen wir kurz shoppen, weil ich will mir eine Strickjacke kaufen, weil es ist ein bisschen kalt. Genau, danach gehen wir in eine Galerie und dann treffen wir uns mit Hannah. Vielleicht. Vielleicht. Wahrscheinlich zum Kaffee und Kuchen. Und abends gehen wir essen. Farmsee. Yeah. See. Vielleicht snappen wir bei Brandy rein. Oh, ich hatte richtig Bock. Aus Prinzip. Ich bin auf dem Zug. Ja.
Alter, krass. War das jetzt eine coole Transition? Ich hoffe. Also, ich bin wieder zu Hause, tatsächlich schon ein bisschen. Aber ich werde jetzt das Video gleich posten und mich hat das jetzt so enorm gestört, dass ich kein Outro habe. Deswegen dachte ich, ich filme jetzt noch kurz ein Outro, weil mir das zu random sonst war. Also, das war mein erster Vlog, den ihr gerade hoffentlich enjoyed habt. Bitte seid nicht so gemein zu mir, was so das ganze Schneiden, die Musik, den Ton und so angeht, weil ich habe gar keine Ahnung von YouTube. Gar keine Ahnung. Und das war eher so ein Fun-Vlog. Ich wusste auch bis gestern nicht so richtig, ob ich den posten werde. Und dann dachte ich mir, das war mir eigentlich zu viel Aufwand dafür, dass ich das jetzt nicht posten werde. Und dadurch, dass mir wirklich so, so viele Leute immer geschrieben haben, dass sie unbedingt einen YouTube-Channel haben wollen, dachte ich, leite ich den hiermit ein. Und ich habe gestern meine Story gepostet auf Instagram, in der ich das bekannt gegeben habe. Und ich habe so unnormal süße Nachrichten bekommen. Ich habe so liebe Nachrichten bekommen. Ich lag wirklich im Bett. Ich dachte mir, womit habe ich das verdient? Wirklich, ich werde emotional. Auf jeden Fall musste ich dann das jetzt durchziehen. Jetzt hat kein Weg mehr dran vorbeigeführt. Und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Ich habe euch gerade schon mein zweites Video aufgenommen. Ihr könnt ja vergessen, was es ist. Und habe es gerade schon fertig geschnitten. Ich bin jetzt in meinem Game, Leute. Immer wenn ich ein neues Projekt habe, bin ich all in. Und ich müsste eigentlich gerade meine Hausarbeit schreiben. Aber das ist egal. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte nochmal abschließend sagen, der Trip war sehr schön. Ich küsse dich, Nastja, falls du das siehst. Und ihr könnt euch auf bestimmt noch einen Urlaubsvlog mit Nastja freuen. Wir verraten noch nicht, wo es hingeht, aber wir haben schon was Neues gebucht. Ihr könnt ja mal raten. Und ich hoffe, was hoffe ich denn noch? Das war's, ehrlich gesagt. Ich drücke euch vom Herzen, wirklich. Ich küsse euch alle. Und ich sag, das zweite Video wird noch ein bisschen cooler, vielleicht interessanter für euch. Das war das meist nachgefragteste Video jemals. Da könnt ihr es euren Gästen dalassen. Das war's von meiner Seite aus. Abschließende Worte sind hiermit vollbracht. Und eine große Umarmung an euch. Ab jetzt wird YouTube durchgezogen, Leute.